Herzlich willkommen zur 33. Folge Style Valley mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. Your progress has been saved. Oh, kein Regen oder was? Heißt, muss mal wieder arbeiten, ne? So, wir können wieder schlafen. Ich kann nicht schlafen, ich muss erstmal ernten. Eieiei. Alter, wieso kann man diese scheiß verdammte Dings nicht? Ich müsste die unbedingt mal upgraden hier meine Gießkanne. Warum? Damit er mehr reinpasst. Aber ich brauche so einen Gartenschlauch. Kann man einen Gartenschlauch hier kaufen? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Ich glaube, ich muss da noch mal. Ah ne, warte mal, ich kann noch. Diese komische Saatgutmaschine da herstellen, oder nicht? Was kosten die? Treppen. Ah. Hä, wo ist denn die Saatgutmaschine? Saatguterzeuger. Wirf Nutzpflanzen hier rein und bekomme unterschiedliche Mengen an Saat heraus. Funktioniert nicht mit Fruchtbäumen. Ist ja an sich gar nicht mal so schlecht, dann braucht man zumindest kein Zeug mehr kaufen. Richtig. Aber kostet so viel, kann ich mir erlauben. Das bekommst du durch Farming 9 oder sowas, ne? Ja. Ich bin nicht mal, warum bin ich niedrigeres Farming als du? Weil meine Ziels vermutlich teurer waren als deine oder so, ne? Meine Seeds waren teurer. Ja, aber ich hatte weniger halt oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Also wenn du Saatgut machen möchtest, ich habe jetzt hier so einen Saatguterzeuger. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie hundertprozentig wie der geht und ich weiß auch nicht so wirklich, bei welcher Saat es sich lohnt. Eigentlich doch nur, wo mehr droppt, oder nicht? Weil überall, wo einmal was rausdroppt, lohnt, kannst du dann doch, das Einzige, was du machen kannst, ist doch dann das Saat, die Saat, die nicht Silber, Gold oder Iridium-Qualität ist, wieder wegpacken, so ungefähr. Aber beim Rest lohnt sich das doch nicht. Oder wie funktioniert der? Oder kommt da mehr Saatgut raus? Das ist eine gute Frage. Auf, ich nehme jetzt mal so eine Preiselbeere. Ach so, okay. Wir brauchen ein bisschen, so wie alle anderen Maschinen auch.
Ach so, warte mal, du hattest ja gesagt, da war irgendwas mit. Verdammt, habe ich das eigentlich schon eigentlich geerntet, bewässert hier? Ja, ich glaube nicht. Stress, so viel zu tun hier. Deine Saat ist fertig. Ja, bin gleich wieder da. Ich muss mal ganz kurz hier runterlaufen. Ich habe hier irgendwo hier unten hier auch noch was hingeschmissen. Wie kann ich das Ding wieder aufnehmen? Frage, nächste Frage. Jetzt muss ich mal gucken. Ich hatte irgendwo hier einen zweiten Zapfhahn. Da ist der zweite Zapfhahn. Was wollte ich? Ich hatte gesagt, ich brauche. Ich brauchte für irgendwas diesen Kiefernteer. Aber ich weiß nicht für was. Aha. Zwei Preiselbeersaat ist da rausgekommen. Aber. Wenn du das natürlich dauerhaft machen möchtest. Also, auf meinem guten Freund Google steht, ein Seedmaker kann 1 bis 3 Samen der gleichen Sorte wie die Eingangsfrucht produzieren. Durchschnittlich 2. Um den Kauf neuer Samen zu vermeiden, müssten durchschnittlich 51% der Ernte geopfert werden, um neue Samen für den nächsten Wachstumszyklus zu erhalten. Ja, grundsätzlich ist es ja nicht schlecht. Aber Also, ich sag's mal so, wie es ist, bei diesen Preiselbeeren und sowas lohnt sich das. Sogar noch mehr, als es bei den anderen sich lohnt. Weil du halt einfach 3, 4, 5, 6, 7 Mal die erntest. ja. Und es lohnt sich vor allem bei Sachen, die du halt dann in dem Gewächshaus anbaust, die dann halt, wo der Samen dann halt arsch viel kostet. Und dann einfach das immer mehr vervielfältigst so. Kannst du, wenn du auf Meister Google bist, kannst du mal gucken, wie weit man Bäume auseinanderpflanzen muss? Wenn dazu Wort zu finden ist, ja. Das wäre grundsätzlich ja nicht schlecht. Was zum Geier braucht es diesen Kiefernteer? Irgendwas zum Bauen bestimmt. Ja, aber ich weiß nicht für was. Das große Problem. Wenn ich das richtig verstehe, müssen 2 freie Felder zwischen denen sein. Bei freie Felder. Ja. Hast du ja aber auch so gemacht und so wachsen die ja hier auch.
Deshalb wächst der eine kleine hier auch nicht, weil der ein Feld nur hat. Wobei hier die auch gewachsen sind, obwohl da nur ein Feld zwischen ist. Ich glaube, das ist bei den Obstbäumen nur so, dass du zwei brauchst und hier bei den anderen sind es dann doch nur eins oder sowas. Aber ich habe jetzt nämlich hier hinten gerade mal, wie man hier sieht, ganz nah beieinander gepflanzt. Ja. Hier hinten. Ja, wobei es ja für dich besser wäre, wenn du noch durchlaufen kannst, außer du pflanzt alles gleichzeitig an. Aber das ist mir grundsätzlich eigentlich scheißegal. Ja, Katze, ich wollte ja nicht streichen, geh da zur Seite. Mann, geh doch mal. Sonst liegst du im Bett, warum liegst du jetzt von meinen Kisten rum? Um dich zu nerven. Was braucht ich dieses komische Kiefernteer? Das Problem ist, ich sehe nicht alle Rezepte, die du vermutlich hast. Webstuhl macht Kiefernteer mit. Ich dachte, ich wollte irgendwie, ich glaube, ich wollte ein Bienenhaus bauen. Hast du vermutlich den falschen Sirup bekommen oder an den falschen Baum, hast du gesagt, gepflanzt? Anscheinend. Das wird wohl so sein. Das heißt, ich brauche. Ich weiß nicht, was ich brauche, aber ich meine, ich wollte ein Bienenhaus bauen. Ich habe keine Ahnung. Bist du genauso durchdacht wie ich da, oder wie? Du hast auch so ein Bienenhaus? Nö, aber ich habe auch schon mal das an so einen Baum rangeklatscht. Ich kann die Bäume aber nicht mal mit dem Auge unterscheiden. Das ist ja das Witzige an der ganzen Geschichte. Okay. Ja, dann ist das super. Sehr schön. Running in circles. Immer mit meiner Eggplant an ihm vorbeilaufen. Jetzt fragt er sich, was ist ein Eggplant, oder weißt du, was ein Eggplant ist? Eine Eggplant ist eine Eckenpflanze. Nee, bloß, dass es mit EGG, also wie Ei, geschrieben wird, aber okay. Die Eggplant ist eine Aubergine. Wusste ich. Heißt das überhaupt Ding so? Ja. Ich bin so ein Experte, nämlich immer in Sachen verwechseln. Aubergine ist schon richtig. Kannst dir mal eine Kurkuma holen? Ist das das, was ich gerade abgegeben habe, oder was? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du abgegeben hast. Ne Jam. Aber ich meinte eigentlich eine Kurkuma. Nicht googeln. Google nicht, ich guck im Spiel, ob und wo ich meine Spielsprache umstellen kann. Kannst du nur, wenn du das Spiel startest, im Hauptmenü. Dann. Glück gehabt. Schon wieder kein Wasser, ey. Können wir denn im Winter anpflanzen?
Alles, was wir anpflanzen könnten im Gewächshaus. Also alles, was es existiert, könnte man im Gewächshaus anbauen, aber das haben wir halt noch nicht. Und sonst ist das Einzige, was man machen kann, diese Forageables da, diese, die du halt sammeln kannst, dann zu diesen Seeds machen kannst, also die Winterseeds im Endeffekt. Also nicht wirklich viel. Nein, ich will keine Preiselbeere essen. Meine Güte, Nicht? ey. Wächst im Sommer oder Herbst? Wächst in 4 Tagen heran. Was habe ich hier noch? Melonensaat. Im Sommer ist das. Okay. Ist das auch im Sommer? Was ist für ein Frühling? Pflanze sie im Sommer oder Herbst? Ach so, ja. Ja, an sich ist das ja gar nicht mal so schlecht, ne? Wenn man dann so ein bisschen was schon an Saat rumliegen hat, braucht man nicht so viel zu kaufen. Aber, Eigentlich müsste man ausrechnen, ob sich das lohnt, aber es müsste sich eigentlich lohnen. Wie viel du halt für eine Frucht bekommst und wie viel du für zwei Saat bezahlen müsstest. Ja, weil zwei ist ja der Durchschnitt im Endeffekt. so, ich muss jetzt mal gucken, dass ich jetzt mal hier mein ganzes Zeug, was so Sterne hat, schon mal verkaufe. Weil ich kenne mein Glück, dass ich das nämlich dann irgendwie wieder ziemlich blöd verpenne und dann. Das sollte dann wahrscheinlich irgendwo wieder reinballern. Aber der Brunnen wächst, aber nur einer von den. Jetzt fliege ich einfach so ein Spiel raus. Na dann. Ja, schön, dass du da warst auf alle Fälle. Ich hoffe, du bist dann zur nächsten Aufnahmesession auch wieder da. Eventuell schaffe ich es sogar noch zu dieser wieder reinzukommen. Weißt du dann auf den? Oh nee. Ey, das ist ein guter Trick, wieder zu Hause anzukommen. Das muss ich jetzt auch mal ausprobieren. Warte mal, ich gehe mal kurz raus. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Oh, wie toll, das war ja eine richtig lohnenswerte Treasure Chest mit 6 Steinen. Wie viele verschiedene Sorten Bäume gibt es? Redest du jetzt von Bäumen oder redest du Bäume, Bäume. von Obstbäumen auch mit? Nee, Bäume, Bäume. Ahorn, Eiche, Kiefer Ahorn, Eiche, Kiefer. sind die drei Genau. Hauptbäume. Gut. Du hast doch so eine Mega-Axt da, oder nicht? Mehr oder weniger, ja.
Heißt, du kannst dir hier auch so Mega-Baumstämme wegmachen, oder nicht? Sind ja schon keine mehr auf meiner Seite existent, also ja. Okay. Für die erste Stufe brauchst du Kupfer und für die zweite brauchst du Eisen. Ja, ich muss mal schauen, dass ich das mal hier hinbekomme. 5 Barren brauchst du pro Upgrade. Das und das brauche ich. Ah, 50 Kupfer. 50 Kupfer. Aber 50 Kupfererz. Das heißt, wenn 5 durch, wenn 10 Stück. Na gut, ich bin ja mal gespannt, was er jetzt an Kohle da rausholt. Das muss ja eigentlich ein bisschen mehr sein, oder nicht? Herr Gaming. Theoretisch gesehen, ja, praktisch gesehen weiß man es nie. 10.000 möchte ich haben. Ist so mein Ziel. Würdest du das Ziel unterstützen? Warum schleppe ich eigentlich die ganze Zeit meine Zapfhähne mit mir rum? Warum nicht? Was kann ich denn mit den Pilzen machen? Pilzsuppe oder sowas, ne? Müsste gehen, ja. Aber die kann ich nicht bauen. Ölpresse, für was braucht man Ölpresse? Wo kriegt man Öl her? Gibt bestimmt irgendwelche Saat, die du da reinpacken kannst oder sowas. Steht aber eigentlich bei, was du da reinpacken musst oder kannst. Mach. Gummiöl. Ja. Webstuhl, das ist mit Wolle, ne? Das ist aus Eiern, das macht aus Käse Milch. Ah ne, umgekehrt, aus Milch Käse. Also ich muss mir das jetzt merken.
Merk dir mal, ich brauche Eichenharz. Eichenharz. Felix, bist du schon auf dem Rückweg? Ich bin gleich losgelaufen, ja. Du bist gleich losgelaufen. Ich werde gleich Okay. losgelaufen sein, ja. Du werdest gleich losgelaufen sein, Gerät. Felix, es wird spät. Ist schön, dass es spät wird. Ich bin ja schon am Laufen. Dann möchte ich aber bitte morgen ein bisschen länger schlafen. Kannst da länger mal ausbleiben. Das ist ja deine Arbeitszeit, ich meine. Du hast weniger Arbeitszeit. Gehst du morgen angeln? Ich gehe davon aus, ja. Warum? Kannst du mal bei dem komischen Laden da vorbeischauen, was Kupfererz kostet und Eisenerz und Golderz? Kann ich machen, ja. Aber erst in der nächsten Folge. Ja. Dann würde ich sagen, hau rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.